Hallo und herzlich willkommen im Keller und ich habe einen neuen Rucksack. Ich habe zurzeit einen Haufen neues Zeug. Das liegt halt daran, dass ich gerade in der Vorbereitungsphase eben für meine Schwedentour bin und habe noch ein bisschen Geld übrig. Deshalb wird jetzt nach und nach peu à peu sämtliche wirklich alte Ausrüstung, also alles was 10 Jahre und älter ist, mal ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen aktualisiert. Und jetzt muss ich zugeben, es gibt eine Ausnahme. Der Rucksack, den ich bisher in Verwendung hatte, war noch nicht so alt, war aber auch nicht unbedingt so das Nonplusultra. Und da hatte ich das Gefühl, das muss doch noch irgendwie besser gehen. Und deshalb ist da dieses Ding jetzt bei rausbekommen. Es handelt sich um den Kaika oder so ähnlich. Hier steht's. K-A-J-K-A, also Kaika ist, glaube ich, vielleicht gar kein so falscher Name für das Ding. Das müsste man jetzt natürlich korrekt aussprechen können, was ich nicht kann. Ist der Schwerlastrucksack von Fjällräven. Einen größeren für höheres Gewicht und so weiter und so fort haben sie dann nicht mehr. Und wer Fjällräven schon mal ein bisschen was davon gehört hat, der weiß vielleicht eventuell, dass die den Rucksack mit Tragegestell überhaupt erst erfunden haben. Also ein Herr Nordin heißt er, glaube ich. Der Gründer von Fjällräven, der hat überhaupt erst als allererstes ist auf die Idee gekommen, dass man ja einen Sack an ein Holzgestell binden, nähen könnte und dann einen komfortableren Rucksack eben zu bekommen. Die Idee, die war vom Fjällräven-Gründer und damit hat er dann auch entsprechend seine Firma aufgemacht. Die zweite große Innovation, die Fjällräven, glaube ich, erfunden hat, da bin ich mir aber nur zu 95% sicher, ist, dass sie als erstes doppelwandige Zelte entwickelt haben. Also ein Zelt mit Außenzelt und Innenzelt gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Übrigens diese Aktion mit dem Rucksack erfinden, ich glaube, das war 1950 roundabout. Der Tragegestell-Rucksack, so ganz grob, ungefähr, sowas um den Dreh. So, ich habe mir gedacht, wir schauen uns jetzt erstmal den Außenbereich vom Rucksack an. Dann ziehe ich mal auf und zeige mal, wie es dann da so ausschaut und so weiter und so fort. Und dann gucken wir nochmal innen rein und räumen halt aus, was ich jetzt bisher so drin habe. Das ist allerdings jetzt nur Füllmaterial. Schlafsäcke, Isomatten, so ein Zeug. Also einfach nur, damit da halt ein bisschen voll ist. So, stellen wir die Kamera noch ein bisschen weiter weg, damit man das alles besser sehen kann. Und dann fangen wir an beim Bodenfach. Schlafsackfach ist von meinem Geschmack vielleicht ein Ticken zu klein geraten. Eine Winzigkeit größer wäre nicht schlecht. Vom Volumen her, damit man sich das vorstellen kann, hier ist jetzt ein Defense 4 drin. Carinthia Defense 4, das ist ja schon ein relativ großer Schlafsack, muss man sagen. Der hat jetzt noch ganz gut reingepasst. Da ist jetzt aber nicht mehr so viel Platz. Mit viel Gewalt würde man sicherlich noch 2 Paar Socken reinkriegen oder eine sehr, 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 sehr kleine super Leichtgewicht-Isomatte. Das ginge garantiert auch noch. Aber dann ist mit Sicherheit voll. Also viel mehr geht da auf keinen Fall rein. Und ja, das könnte für meinen Geschmack wirklich noch ein bisschen größer sein, damit man auch einen vernünftigen Winterschlafsack da noch reinkriegt. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Carinthia Tropen und Defense 4, also als Winterkombi-Lösung hier reinstopfen wollte, dann würde das Bodenfach nicht mehr ganz ausreichen. Dann müsste man die hier sich drin befindliche Zwischenschicht, also diese Unterteiler von Bodenfach zu Hauptfach, müsste man halt rausmachen und es dann von oben ganz durchstopfen. Dann würde man das auch runterkriegen, aber es reicht halt das Bodenfach dann halt eben nicht mehr. Erstmal noch ganz die Unterseite. Da findet man hier noch so zusätzliche Schlaufen ganz unten. Und kann sich dann hier jetzt nochmal eben entsprechend eine Kordel dran machen und die dann auch hier durchziehen und hat dann halt nochmal eine große umlaufende Kordel, mit der man sich dann mal eine Isomatte oder ähnliches dran spannen kann. Ist der Akku leer? Muss ich kurz wechseln. Gut, wir kommen zur Seite. Die Seite besteht im Wesentlichen interessanterweise einmal aus einer Netztasche unten. Die übliche, ich nenne sie immer Getränkeflaschen-Reinstecktasche, weil das ist eigentlich das, wofür ich sie persönlich am häufigsten verwende. An dem Ding fallen 3 schöne Dinge mir auf. Erstens, sie hat hier mal so einen kleinen lustigen Kordelzug. Das heißt, man kann das Ding also auch festzurren, um dann die Flasche, die drin ist, noch zusätzlich zu fixieren. Das hatten meine bisherigen Rucksäcke alle nicht. Die Option, da war das halt ein einfacher Gummizug. Und der war so fest, wie er halt fest war. Und das konnte man nicht verändern. Das ist also schon mal schön. So, zweite Sache ist, das Ding ist relativ riesig.
ziemlich geräumig. Ich vermute, das liegt daran, dass die Standardwasser oder Kona-Flasche, die man in Skandinavien so kriegt, meistens 2 Liter ist, nicht besonders hoch, ziemlich dick, und in die meisten dieser Netztaschen außen am Rucksack passt so eine Flasche dann schon nicht mehr rein. Bei den Dingern hier bin ich mir ziemlich sicher, dass die reinpasst, weil sie halt wirklich ziemlich groß sind, besagte Netztaschen. So, und das dritte und meiner Meinung nach genialste Feature ist, dass die auch einen seitlichen Zugriff haben. Man kann da also von da reinlangen. Ne? Kann man hier so schön sehen. Und das bedeutet nämlich sogar auch, dass das funktioniert, wenn man den Rucksack auf hat. Man kann also beim Rucksack tragen, sich hier so seitlich in die Seitentasche langen, sich da seine Flasche rausholen, was trinken und kriegt sie sogar wieder verstaut. Wer etwas beweglicher ist, kriegt das natürlich auch von oben hin. Also wenn man bis hierhin langen kann, dann kann man natürlich auch von da oben da ein bisschen drin rumfriemeln. Man kann übrigens besagten seitlichen Eingriff in seiner Weite noch ein bisschen variieren. Da gibt es noch einen Druckknopf, den ihr jetzt hoffentlich hier sehen könnt. Und mit dem kann man das dann noch ein bisschen zusätzlich zumachen auf ungefähr die Hälfte der Weite, dann fällt einem da schon mindestens nichts mehr raus. Man kriegt aber auch nicht wirklich was rein. Und mit diesem Druckknopf hantieren, während man den Rucksack auf hat, das geht nicht. Da muss man sich halt vorher entscheiden, ob man den offen oder zu haben will. Beziehungsweise man kann natürlich aufreißen, während man den Rucksack auf hat, aber man kriegt ihn dann nicht mehr zu. So, also das wäre diese Tasche. Finde ich großartig und wahnsinnig genial, weil ich mag keine Trinksysteme. Ich mag trotzdem, wenn ich was trinken will, nicht jedes Mal meinen Rucksack absetzen. Und so habe ich das Problem jetzt gelöst. Das ist schon wirklich ein richtig großer Mehrwert für mich und hilft mir sehr. Es gibt hier an der Hüftflosse noch eine aus festem Material bestehende Zusatztasche für Kleinkram, Taschenlampe beispielsweise. Man kann auch ein kleines Foto, die Kamera, mit der ich aufnehme, passt also gerade so rein, kann man da reinstopfen. Ja, wasserdicht ist das Täschlein allerdings nicht. Man sollte sich also dann noch einen Gefrierbeutel oder was weiß ich zusätzlich reintun, wenn man da was drin aufbewahren möchte, was wasserempfindlich ist. Auf der anderen Seite sieht es soweit fast genauso aus, außer dass die Hüftflossentasche hier ein Netzbeutel ist, also aus Meshmaterial. Da kann man sich also theoretisch ein paar nasse Socken reinstopfen, die unterwegs trocknen sollen oder was einem halt sonst noch so einfällt. Ansonsten sind die beiden Seiten identisch. Dann haben wir auch natürlich auf beiden Seiten ein großes Seitenfass mit einem sehr leicht gängigen Reißverschluss. Der ist wirklich toll, der macht richtig Spaß. Sämtliche Reißverschlüsse haben übrigens, ich hoffe, man kann es hier jetzt erkennen, so einen schönen Ring hier dran aus einem doch recht harten Kunststoff, mit dem man den Finger wunderbar einhängen kann und die dann, ich kann das nicht oft genug machen, ganz wunderbar bedienen. Und das funktioniert auch ganz grob hervorragend mit dicken Handschuhen, habe ich ausprobiert. Jo, und diese Seitentaschen, die sind schon sehr geräumig, sind halt so ein bisschen in Ziehharmonika-Bauweise und lassen sich eben entsprechend ausstülpen und man kann da schon wirklich problemlos eine wirklich große Regenjacke reinstopfen, zusammen mit einer Regenhose. Was mich ansprechen würde, wäre halt die Option, noch zusätzliches Wasser reinzupacken. Dass man also sich hier unten eine Literflasche reinsteckt, in die Seitentaschen jeweils eine Literflasche rein, dann hat man insgesamt 4 Liter Wasser dabei. Für Touren, wo man mehr Wasser dabei haben muss, kommt man damit ja schon relativ weit. Und man könnte natürlich auch jeweils 1,5 Liter Flaschen nehmen. Dann wäre man bei insgesamt 6 Liter Wasser, was man dann noch so verstauen kann. Für mich durchaus eine Überlegung wert, wenn ich mal wieder im Sommer irgendwo unterwegs bin, wo die Wasserversorgung nicht hundertprozentig sichergestellt ist. Gut, dann, jetzt haben wir schon die Rückseite, gehen wir kurz aufs Tragesystem ein. Was ich genial finde, und ich suche noch nach einer entsprechend schlanken Person, um das überhaupt mal ausprobieren zu können, ist dieses Loch. Weil, wer schon mal mit einem Trekkingrucksack lange unterwegs war, kennt wahrscheinlich das Problem, gerade wenn man eine schlanke Person ist, dass man sich den Beckenknochen, also diesen abstehenden Beckenknochen, diesen hier, der ungefähr da sitzt, den scheuert man sich ja gerne wund. Dann ist das genial,
dass dieser Rucksack hier mit seiner Hüftflosse entsprechend bei einer wirklich schmalen, schlanken Person dieses Loch mehr oder weniger genau auf diesem Beckenknochen eben zu sitzen kommt. Und dann ist da halt nicht viel mit Scheuern. Aber da müsste man schon wirklich so eine richtig schlanke, vorzugsweise aber auch schlanke und männliche Person sein, weil weibliche Personen ja potenziell, nee, jetzt auch nicht jede, aber zumindest tendenziell eher dann doch ein breites Becken haben und dann kommt halt eben der böse, böse abstehende Beckenknochen nicht auf das Loch, sondern hier vorne irgendwo drauf. Ist bei mir auch der Fall, so schlank bin ich dann auch nicht, bei mir liegt er ungefähr da, so in etwa. Aber das funktioniert wunderbar und lässt sich ganz gut tragen. Aber ich finde diese Idee einfach mal toll. Ansonsten, der ist relativ starr gepolstert. Also besonders weich ist er nicht, der Hüftgurt. Er ist sehr fest, sitzt insgesamt wirklich deutlich sehr, sehr, sehr starr. Und da merkt man halt, dass dieser Rucksack durchaus für Gewichte jenseits der 20 Kilo noch ganz gut geeignet ist. Die Beladungsempfehlung laut Hersteller liegt bei 20 Kilo. Da kann man immer noch so ein paar viele Kilos draufsetzen. Aber ja, dafür ist er vom Material her auf jeden Fall mal ausgelegt. Hüftgurt, sehr schöne Sache, finde ich prima gelöst. Man kann den hier auch nicht noch großartig verschieben. Der sitzt starr. Vielleicht kann man ihn abnehmen, das weiß ich nicht. Ich habe noch nie herausgefunden, wozu das gut sein soll. Lieber habe ich einen wirklich festsitzenden, richtig schönen, starren, stabilen Hüftgurt, als einen, den ich abnehmen kann, was ich eh nie tue. Die Höhenverstellung läuft über diese Platte. Diese Platte kann man dann halt eben entsprechend verstellen, wenn man das hier hochklappt, hier aufmacht und entsprechend mehr oder weniger von diesem Band gibt und dann kann man das rauf und runter schieben. Das ist total simpel, idiotensicher und das muss ich jetzt gar nicht großartig vormachen, je nach persönlicher Schulterlänge. Viel größer als 1,95 Meter sollte man auf keinen Fall sein, dann ist der Rucksack irgendwann zu kurz vom Rückenteil. Das wird dann irgendwie ein bisschen schwierig. Bei mir ist er fast ganz oben, da ist noch ein kleines bisschen Spielraum. Vielleicht werde ich mir mal noch einen Hauch höher einstellen, einen halben Zentimeter oder was. Und ich bin 1,89 Meter. Also nur mal so zum groben Orientieren. Belüftung ist in diesem Bereich natürlich großartig. Und schwitzen tut man halt wirklich entlang der Stelle, wo das Polstern halt auf dem Rücken auch aufliegt. Hier in der Mitte schon auch ein wenig, aber es geht. Ich hätte auch einen Rucksack genommen, der gar keins hat, mit dem man nur schwitzt. Hauptsache, man kann entsprechendes Gewicht damit in der Gegend herumschleppen. So, dann haben wir hier noch einen Brustgurt. Zeige ich euch dann nochmal, wenn ich das Ding aufhabe, genauer. Und mehr zum Tragesystem auch eben, wenn ich das Ding dann aufhabe. Da sieht man das eh besser. Der Deckel. Der Deckel hat erstens mal hier so ein schönes Netz. Da kann man sich dann noch irgendwelche fröhlichen Dinge entsprechend draufspannen. Zum Beispiel nochmal eine Jacke oder, das habe ich schon ausprobiert, einen Kochtopf. Wenn man einen etwas größeren Kochtopf dabei hat, der lässt sich wirklich ganz hervorragend hier oben draufsetzen und ist dann auch gut fixiert. Vielleicht noch mit einer Zusatzschnur festmachen. Aber das klappt eigentlich ganz gut und da ist auch reichlich Bandmaterial erstmal vorhanden. Des Weiteren gibt es am Deckel hier einen wasserabweisenden bis wasserdichten Reißverschluss. Auch praktisch, wenn man halt eben da mal ein bisschen was Empfindlicheres reinpacken möchte wie ein Handy. Und üblicherweise packt man ja gerade solche Dinge wie ein Handy oder ein Geldbeutel oder sonst was gerne ganz nach oben ins Deckelfach, damit man halt dann auch mal schnell drankommt. Da finde ich einen zusätzlichen wasserdichten Reißverschluss. Ist so ein nettes, kleines, schönes, nützliches Detail. Selbstverständlich ist damit der Rucksack hier oben auch nicht ultimativ hundertprozentig wasserdicht. Aber es wird schon eine ganze Weile dauern, bis daran was durchgeht. Vermute ich mal schwer. Darunter gibt es nochmal ein Fach. Das ist auch erheblich geräumiger. Da passt dann einiges rein. Mit einem ganz normalen Reißverschluss. So, und jetzt muss man zum Deckel noch sagen, dass der Deckel, anders als bei den meisten Rucksäcken, hier auf an dieser Stelle solche lustigen Clips hat zum Abklipsen, nicht nur zum Verstellen, das hat ja jeder Rucksack, das ist nichts Besonderes, sondern zum Abklipsen und man kann ihn auch entsprechend vorne natürlich abklipsen und kann ihn dann sehr einfach und wirklich ruckizucki abnehmen und findet dann auf der Deckelinnenseite erstens mal nochmal einen kleinen Reißverschluss und nochmal eine kleine Tasche für Kleinkram. Da passt allerdings wirklich nicht mehr viel rein. Da handelt es sich wirklich nur um kleinen Kram, was man dann noch runterkriegt. Vielleicht einen kleinen Geldbeutel oder sowas. Aber wenn man hier seitlich
drunter fasst, findet man einen Riemen. Und wenn man auf der anderen Seite auch drunter fasst, findet man noch einen Riemen und hat dann zwei lustige Riemen. Und mit denen kann man, na, so, und hat dann mit denen quasi eine Hüfttasche zum Beispiel. Kann sich das so rum entsprechend an die Hüfte. Man kann das auch lang machen und auf der Länge dann auch als Schulterumhängetasche tragen, je nach persönlicher Statur, was einem da lieber ist. So, und das soll fürs Erste von außen mal gewesen sein. Und dann ziehe ich das Ding jetzt mal einfach spaßeshalber auf und zeige euch noch so einen kleinen Zusatzfeature mit dem Deckel. Das ist schon relativ raffiniert. Ohne Deckel, weil man kann den Deckel auch hier am Trägersystem anbringen. Da findet man jeweils relativ weit oben links und rechts noch so einen Clip. Und dann hat man quasi noch eine zusätzliche Brusttasche. Das ist natürlich dann hilfreich, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo vielleicht mit Taschendieben zu rechnen ist, wenn man sein Geraffel dann direkt vor sich hat. Man hat da auch natürlich einen tollen Zugriff drauf, kann sich da irgendwelche Kamera, größeres Kamera-Equipment reinmachen und ähnliches und hat das wirklich immer griffbereit, wenn man gerade was fotografieren möchte. Natürlich kann man auch, wenn man länger unterwegs ist und mal ein bisschen Gewicht verlagern möchte, hier sehr schwere Dinge reintun und sich ein bisschen Gewicht nach vorne holen, damit der Rucksack hinten nicht so zerrt, sondern man vorne ein bisschen ein Gegengewicht hat, was das Ganze ein bisschen weiter nach vorne zerrt. Kann ganz interessant sein, wenn man bergauf geht, da geht man eh tendenziell gerne ein wenig nach vorne gebeugt. Und wenn da noch ein bisschen Zusatzgewicht da ist, was nochmal nach vorne zieht, den Rucksack noch ein wenig weiter nach vorne zieht, dann sitzt das natürlich das Gewicht weiter vorne und es zieht einen weniger nach hinten, sodass man den Berg runterfallen könnte. Ich habe sowas Ähnliches schon mal ausprobiert gehabt und eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Muss nicht immer bergauf sein, ist auch in der Ebene recht angenehm. Alternativ kann man an diese Clips-Dinger hier auch Handschlaufen anklipsen, mit denen man dann eben, wo man seine Hände reinhängen kann und dann quasi hier so durch die Gegend läuft, wer das mag. Ich persönlich mache das mal ganz hin und wieder ganz gerne, dass ich so mache, mir dann quasi mich mit den Fingern hier einhake und dann so eine Zeit lang rumlaufe, vielleicht 5 Minuten. Und dann habe ich aber auch wieder die Schnauze voll und laufe ganz gerne wieder normal. Deshalb so extra Handschlaufen brauche ich nicht für die paar Mal, wo das vorkommt. Gut, dann hat der Rucksack noch einen Brustgurt, der ist höhenverstellbar, sehr einfach sogar. Da braucht man dann einfach nur hier entsprechend runter oder hochziehen und schon kann man den auf die gewünschte Höhe einstellen, je nach persönlicher Vorliebe. Hat hier auch wieder so ein kleines Klett, mit dem man das Gebammel von der Schnur verhindern kann. Kann man schön aufwickeln, wenn man das möchte. Ich bin ja kein so ordnungsliebender Mensch, aber ist auf jeden Fall eine Option. Ist jetzt für mich ein bisschen straff eingestellt. Hat hier natürlich auch noch so ein dehnfähiges Element. So eine Art Gummi quasi, damit das dann beim Atmen entsprechend mitarbeitet. Wer das mag, ich persönlich mache meinen Brustgurt meistens auf, bin da kein so ein großer Fan von. Aber ja, es gibt natürlich einen und selbstverständlich ist ja auch die obligatorische Pfeife eingearbeitet, damit man um Hilfe pfeifen kann. Gut, kommen wir zum Hüftgurt, muss man sagen, dass er relativ schnell aufhört. Also der ist nicht sehr lang, nicht sehr breit. Die Seitentaschen sitzen demzufolge wirklich an der Seite, bei mir jetzt zumindest, wenn ich das Ding anhabe. Und das Gewicht sitzt eben auch auf der Seite größtenteils. Hier vorne hat man noch einen sehr schönen langen entsprechenden Gurt. Man kann hier am noch vorhandenen Material auch ganz gut erahnen, wie dick man maximal sein darf, um den Rucksack noch tragen zu können. Da ist schon noch ein kleines bisschen Potenzial gegenüber von mir. Trotzdem finde ich es sehr angenehm, dass er relativ weit hinten sitzt vom Tragesystem her, weil man dann problemlos die Beine auch hochnehmen kann, wenn man mal auf einen hohen Stein steigen muss oder ähnliches und so halbe Kletterpassagen absolvieren. Ich hatte auch schon Rucksäcke gehabt, da ging das ungefähr bis hier, also sehr weit vor. Dann ist das doch arg im Weg, wenn man mal große Schritte, hohe Schritte auf ein hochgelegenes Objekt machen möchte.
So gesehen ist da also halt wirklich alles nahezu perfekt. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, man kann auch gut auf die Seitentaschen zugreifen. Geht von oben. Noch praktischer ist es halt eben mit diesem Frontdingens, wenn man sich das Ding da liegend reinmachen möchte, kann man, muss man nicht. Demonstrieren wir das mal mit einer Benzinflasche. Natürlich will man nicht unterwegs aus der Benzinflasche trinken, aber so geht das wirklich problemlos und man kann sie auch wieder problemlos wegstecken. Eins meiner raffiniertesten Lieblingsfeatures bei dem Rucksack. Und ja, aber wie gesagt, es geht auch da. Funktioniert auch. Ist ein bisschen umständlicher und dann muss man halt eben entsprechend das dann noch mit dem Kordelzug festziehen, damit es halt nicht in der Gegend rumfliegt. Ist aber vielleicht doch noch ein klein wenig wackelig. Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Es sitzt halt nicht so wahnsinnig fest, wenn man sich da immer wieder zurücksteckt. Aber solange man jetzt nicht durch die Landschaft rennt, verliert man da auch seine Flasche nicht. Und insbesondere wenn da noch viel drin ist, ist die ja eh so schwer, dass sie da auch nicht großartig rausfällt. Also ich finde das Feature toll. Okay, einmal umdrehen, spaßeshalber, so dass ihr das mal von hinten gesehen habt. Den Deckel bitte einfach dazu denken, den setze ich jetzt nicht extra deswegen nochmal oben drauf. Aber schauen wir uns jetzt mal das Innenleben an. So, da gibt es, wenn man also jetzt den Deckel abnimmt, um den Rucksack eben entsprechend aufzumachen oder zu beladen, gleich wieder was, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, nämlich hier befindet sich nochmal was zum Festzurren, nochmal was zum Fixieren. Wenn man da also noch was Großes oben drauf gelegt hat, auf den Rucksack, quasi unter den Deckel, und jetzt hier noch oben drauf der Deckel kommen würde, um das dann noch besser zu fixieren, hat man hier nochmal so einen Zusatzriemen, mit dem man das dann schon mal festzurren kann, bevor man eigentlich den eigentlichen Deckel drauf macht. Das finde ich ist ein richtig tolles Feature. Ja, ich benutze heute gerne Anglizismen, ich weiß auch nicht, was los ist. Beispielsweise nochmal eine Isomatte, eine Jacke, ein Zelt, zwei Zelte, diverse Baumarktplanen, Bundeswehr-Zeltbahnen und was man sich da noch alles vorstellen kann, eben an großer, sperriger Ausrüstung insbesondere, die man sich als Wurst, als Rolle hier wunderbar draufschnallen kann. Klappt natürlich auch mit kleinen Sachen, aber einfach nur damit ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Das könnte auch was viel, viel, viel Größeres sein und eben den Deckel dann noch abschließend obendrauf. Das erweitert natürlich das Volumen des Rucksacks ganz außerordentlich. Da kriegt man dann sämtliche riesigen Dinge eben ausgelagert. Sie stören an der Stelle nicht, sondern man hat innen drin dann noch die vollen 75 Liter. Übrigens in dem Modell gibt es ja noch bis 100, wie gesagt, und es gibt auch ein bisschen weniger. Hat man dann auch alles noch zur Verfügung. So, macht man den auf, kommt die Schneeschürze zum Vorschein, die kennt man ja auch. Da ist mir eine Sache ein bisschen negativ aufgefallen, und zwar kann man die nicht komplett zuziehen. Zuer als sie jetzt ist, geht sie nicht, wenn man hier entsprechend an der Schnur zieht, da geht nicht mehr. Ich weiß nicht, was das für eine komische Konstruktion ist, weshalb man die nicht insgesamt ganz zuziehen kann. Das verstehe ich einfach nicht, wozu das gut sein soll, warum die immer so ein Stück offen sein muss. Aber um das Ding mal ganz aufzumachen, damit man sehen kann, dass es überhaupt, also das kann auch, ja, die Kordel, die hat schon eine Funktion. Man kriegt da schon ein bisschen ein Stückchen weit zusammen. Aber wie gesagt, hier ist Schluss. So. Gut, wenn man das aufmacht, kann man schön sehen, dass man hier also durchaus noch einen Haufen zusätzliches Stauvolumen unter der Schneeschürze hat. Kann man jetzt auch noch mit Klamotten ausstopfen und dann den Deckel erst oben drauf setzen. Und das Ganze eben vorher mit dieser Kordel fixieren, ne? So, das ist die eine Möglichkeit, ans Innere des Rucksacks zu kommen. Die andere Möglichkeit, ja, das ist ein Frontloader, besteht darin, dass man hier einmal auf der einen Seite diesen Reißverschluss, der sehr leichtgängig ist, runter macht. Auf der anderen Seite den gleichen Reißverschluss, der sehr leichtgängig ist, runter macht. Und dann ist hier oben ein Klett, deshalb braucht man ein bisschen Schmackes. Und dann hat man halt das Ding frontal geöffnet. Und was einem jetzt auffällt bei der Frontklappe, die ist irgendwie steif, ne?
die ist nicht aufrollbar. Das liegt daran, dass hier links und rechts jeweils ein Versteifungselement drin ist, so eine Art kleine, ich vermute mal, es wird eine Kunststoff- oder Alustange sein. Man kann sie hier auch erkennen. Da sitzt sie, beziehungsweise auf der anderen Seite. Könnt ihr dann besser sehen. Also hier sitzt eben besagte Stange drin und verläuft dann darunter und sorgt dafür, dass das Ganze steif bleibt. Das ist dann toll, wenn man den Rucksack komprimiert, also quasi mit den seitlichen Kompressionsriemen anzieht. Dann sorgen diese Stangen dafür, dass man den Rucksack quasi nicht nur am Kompressionsriemen zusammenquetscht, sondern sie verteilen halt eben die Kompression über den gesamten Rucksack. Es gibt also keine Beulen und keine seltsame Sanduhrform, sag ich jetzt mal. So, ich habe hier jetzt, wie gesagt, nur sinnloses Füllmaterial drin, einfach um das Ding mit irgendwas vollzukriegen. Und wir haben dann im Inneren hier noch einen Beutel fürs Trinksystem. Und hier unten beginnt das Schlafsackfach. Und ja, so riesig sieht es jetzt nicht aus, das Hauptfach. Ich bin halt noch Größeres gewöhnt. Das ist mein kleinster Trekking-Rucksack, so richtiger Trekking-Rucksack. Aber da passt trotzdem jede Menge Zeug rein, wenn man das vernünftig packt. Und diese Kofferfunktion, ja, das ist halt schon, was Feines, wenn man gerade mal schnell geschwind was sucht. Schlafsackfach ist jetzt auch wieder so eine Kleinigkeit, die mir nicht so gut gefällt, weil das ist fummelig mit den Reißverschlüssen, wenn sie um die Ecke sollen. Seht ihr? Also wenn ich hier jetzt einfach mit Gewalt ziehe, passiert da nichts. Ich muss da richtig fummeln. Ich muss da gucken, dass ich um die Ecke komme. Ich muss da mich langsam vorarbeiten. Und dann ist man auf der einen Seite offen und auf der anderen Seite geht das auch nicht besser. Es ist wirklich eine Fummelei. Man muss da mit der anderen Hand möglicherweise noch ein bisschen nachhelfen, das Material heben. Dieses um die Ecke kommen, die Kurve quasi, das ist etwas mühsam. Natürlich ist der Rucksack damit jetzt nicht unbrauchbar, aber es ist schon, in Anbetracht dessen, was das Ding kostet, ist das schon so ein kleiner Faktor, der einem so ein bisschen auf den Keks geht. Finde ich. Trotzdem begeistert bin ich immer noch, aber das ist halt schon sowas. Ja, und wie ihr seht, da passt eben also ein Defense 4 schon noch rein, aber viel mehr halt eben nicht. So. Dann kommen wir noch zu einer Sonderfunktion vom Bodenfach. Und zwar hat das hier unten so ein Netzfutter, das man da auch entsprechend festmachen und fixieren kann. Hat da so diverse Vorrichtungen. Das kann man dann entsprechend ausrollen. Und ja, hier ist es. Und jetzt hat man die Möglichkeit, dass man den eigentlichen Verschluss vom Rucksack aufrollt. Und dann sind hier nämlich Druckknöpfe. Und da kann man das Netzfutter dann entsprechend dran knöpfen. So. Und jetzt kann man dann quasi statt dem normalen Verschluss das Netzfutter zumachen. Und verschließt den Rucksack, also das Bodenfach, Schlafsackfach, dann wirklich bloß mit diesem Netzfutter. Und das Resultat sieht dann halt eben so aus, dass man hier ein ja, belüftetes Bodenfach quasi hat. Ne? Kann man sehen, hoffentlich. Das ist halt dafür da, dass wenn man irgendwelche nass gewordenen Sachen hat, man stopft sie ins Bodenfach und beim Laufen, wenn das Wetter gut sein sollte, können sie dann halt eben weiter austrocknen, weil sie ja eine gute Belüftungsmöglichkeit haben, eben durch dieses Netzmaterial. Finde ich, ist auch nochmal eine clevere Idee und eine schöne Sache. Kann man vielleicht zu irgendwas gebrauchen. Ja, für mich selber vielleicht jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ja, eine schöne Idee ist es trotzdem. Achso, noch eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe. Hier oben ist noch eine kleine Namensschild-Sektion, die man auch per Klett hier aufmachen kann. Und dann ist da halt noch so ein Schildchen drunter, wo man draufschreiben kann, wie man heißt und was sein Lieblingsessen ist und wo man die YouTube-Videos von einem findet. Oder was halt sonst noch wichtig ist.